Ich möchte eingangs an die mehr als 51.300 Menschen erinnern, die in den vergangenen 30 Jahren auf der Flucht nach Europa durch die europäische Abschottungspolitik ihr Leben verloren haben und deren Dunkelziffer sehr wahrscheinlich um ein Dreifaches höher liegt. Und ehrlich gesagt schäme ich mich in diesem Zusammenhang über mein Privileg, weiß, deutsch und westeuropäisch zu sein. Ich bekenne Farbe oder Farben, weil die Vorstellung, dass in Deutschland nur Deutsche sind, mit deutschen Eltern und deutschen Großeltern und deutschem Essen, für mich schier unerträglich ist. Geordnete, zu Ihrem Redebeitrag liegt mir eine Kurzintervention von Herrn Tarzen vor. Bitte schön, Herr Tarz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Puls-Debler, Sie kommen ja hier wieder mit großer Theatralik und mit einem moralischen Auftreten, wo Sie jegliche Sachdiskussion, Sie gucken mich ja jetzt nicht mal an, auch das finde ich in einer gewissen Form respektlos. Hören Sie mir ruhig zu und versuchen Sie mit uns mal ganz demokratisch über Dinge zu reden. Ich will Sie jetzt nur auf eins hinweisen. Die Partei, die Ihr Koalitionspartner stellt, die SPD, hat einen Landrat in Vorpommern-Greifswald, Herr Kehrt, der hat genau diese Forderung meiner Fraktion hier im Landtag heute selber gestellt. Reden Sie so auch mit Ihrem Koalitionspartner? Das ist doch die Frage, die uns hier alle beschäftigt. Oder versuchen Sie nur hier mit Theatralik merkwürdige Aufmerksamkeit in linksradikalen Kreisen auf sich zu ziehen? Frau Abgeordnete, möchten Sie erwidern? Nein, ich bin diejenige, die der AfD keinen unnützen Raum gibt. Frau Abgeordnete, möchten Sie erwidern? Nein, ich bin diejenige, die der AfD keinen unnützen Raum gibt. Solche Sätze sind eine bösartige Antwort